Im Clip Pekuniäre Interessenlagen bin ich ja schon mal ein bisschen auf die Frage Arbeitslohn eingegangen. Und ich möchte jetzt diesen Clip dazu verwenden, um nochmal offen, frei, wirklich mal Tacheles zu reden. Die Knackfrage lautet, wenn wir ins Geschäft kommen wollen miteinander, wollen Sie einen Arbeitslohn zahlen? Ja oder nein? Wenn Sie zu der Gattung zählen sollten, die das Prinzip veranstalten, erstmal mit den Leuten reden, das Wissen abziehen und dann irgendwo im Internet sich ein passendes Produkt zu schießen, also diese ganzen Tricksereien, die so laufen, ja, das können Sie vielleicht veranstalten, im Rahmen von irgendwelchen Pipifax-Geschichten, aber doch bitte nicht, wenn es um existenzielle Dinge geht. Wenn Sie mit einem professionellen Fachberater ins Einvernehmen kommen wollen, würden Sie auf die Idee kommen, mit Ihrem Arzt, mit Ihrem Rechtsanwalt, mit Ihrem Steuerberater so ein Spielchen zu veranstalten, um irgendwo die Nierentransplantation 3,50 € billiger zu schießen? Ich denke, nein. Und was mein Arbeitsfeld betrifft, in dem ich seit 30 Jahren aktiv bin, kann ich Ihnen nur eins versichern. Ich rede mit meinen Mandanten über existenzielle Dinge, über existenzielle Themen, die, wenn sie falsch bearbeitet werden, ja bitte, jemanden in den Ruin stürzen könnten. Ich möchte hier nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, in den anderen Clips habe ich es ja schon mal gemacht. Die Knackfrage lautet, simpel und einfach, wenn Sie gewillt sind, einen Arbeitslohn zu zahlen, reden Sie mit uns. Wir werden Ihnen offenlegen, wie die Preisverhältnisse sind, wie die Stundensätze sind. Und Sie haben zumindest bei uns den Vorteil, dass Sie nicht darauf angewiesen sind, eine Provisionsverrechnung in den Produkten in Anspruch zu nehmen. Und übrigens nicht nur bei uns, um Himmels Willen. Die Kollegen Versicherungsmakler links haben auch schon immer die Möglichkeit, im Rahmen der quotagefreien Produkte die Beratungsleistung auch separat in Rechnung zu stellen. Also wem es nicht recht ist, wenn die Produktgeber eine Arbeitslohnverrechnung im Produkt praktizieren, wer also eine separate Rechnung auf die Hand haben möchte und das Bedürfnis hat, noch eine Umsatzsteuer drauf zu bezahlen, ja, immer dran denken, die Arbeitskostenverrechnung im Rahmen der Versicherungsprodukte ist umsatzsteuerbefreit. Nur mal als kleiner Steuertipp nebenbei. Aber wie gesagt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, noch eine Umsatzsteuer oben drauf zu legen, dann kriegen Sie eben halt die Beratungsleistung auf Rechnungsbasis. Und dann können Sie auch den Kostenfaktor beliebig steuern. Wenn Sie eine Stunde meiner Zeit in Anspruch nehmen, kriegen Sie eine Stunde in Rechnung gestellt. Bei 2, 3, 4, 5 Stunden übrigens, Sie können mich auch 30 Stunden buchen. Die Rechnung steht, der Stundensatz steht, Sie bekommen alles vorher offengelegt. Also, würden Sie für jemand anders arbeiten ohne Arbeitslohn? Ich denke nein. Und darum sollte es auch dem Anstand geschuldet sein, dass man hier nicht auf dumme Gedanken kommt. Haben Sie also keine falsche Scheu. Vergessen Sie das dumme Geschwätz, was teilweise, ich schüttel es immer, wenn ich das manchmal so mir anschauen muss, durchs Netz fleucht, hier werden noch Informationen verbreitet, die aus den 90er Jahren, aus den Nullerjahren stammen, völlig veraltet. Oder hier werden Strukturvertriebskosten unterstellt, dass es vom Feinsten ist. Also vergessen Sie bitte dieses ganze Geschwätz, was rechts und links kreucht und fleucht. Reden Sie mit uns, wir legen Ihnen die Kostenfragen offen. Ist auch überhaupt kein Problem für uns. Wenn Sie die Kostenverrechnung im Produkt erfahren möchten, dann suchen wir Ihnen in den VVG-konformen Komplettunterlagen die entsprechenden Seiten ran. Dann rechnen wir Ihnen all das aus, was Sie wissen wollen. Und dann wissen Sie, welcher Kostenfaktor für die Produktvermittlung und für die Beratungstätigkeit im Produkt verrechnet ist. Wenn Sie all das nicht wünschen, wenn Sie eben auf Honorarberatungsbasis Ihre Produkte vermittelt bekommen haben wollen, dann sagen Sie uns das.
Dann sagen wir Ihnen den Stundensatz, dann können Sie selber über die Zahl der Stunden ja, bestimmen, wie hoch der Kostenfaktor wird. Haben Sie viele Fragen, wird es teurer, haben Sie wenige Fragen, wird es billiger. Die reine Vermittlungsarbeit, ja, also um es mal anders zu formulieren, wenn Sie keine exorbitanten Fragestellungen haben, Stempel, Unterschrift, Schmidtchen, hier an dieser Stelle, werden Sie mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn Sie auf Honorarberatungsbasis die Produktvermittlung, da tun Sie nur mir einen Gefallen, weil ich mehr Geld verdienen kann. Die Produktverrechnung selber ist mittlerweile fair organisiert in Deutschland. Wir haben Kostendeckelungen in vielen Produktsparten. Im Gegenteil, wir machen ja nicht ohne Grund die Umstellung auf die internetbasierten Dienstleistungen. Das ist nicht nur, um Ihnen einen Gefallen zu tun, sondern wir kriegen ja auch weniger Geld für die Arbeit. Da möchten wir bitte schön auch, dass ein Teil der Dinge auch dann für uns technisch besser organisiert werden. Das ist eine ganz transparente Geschichte. Wir liegen da überhaupt nicht mit irgendwelchen Geheimnissen, halten wir da hinterm Berg. Fragen Sie uns, wir sagen Ihnen, wie das zusammenhängt. Wie gesagt, wer hier sich noch beirren lässt, ja, der kann eigentlich nur noch ausgetrickst werden, weil die Kostenfaktoren sind bekannt, transparent und offengelegt. Wenn wir ins Geschäft kommen miteinander, wird der Arbeitslohn entsprechend abgegolten. Ich bekomme ihn über die Courtage im Rahmen des entsprechenden Verrechnungsproduktes oder separat über die Rechnungslegung. In diesem Sinne, lassen Sie uns an dieser Stelle einfach mal das Geld zur Seite schieben und ich möchte im letzten Gedanken nochmal etwas auf das Wesentliche eingehen. Nutzen Sie ganz einfach unser kostenfreies Pauschalangebot und das ist wirklich kostenfrei. Da wird auch keine Rechnung kommen, da wird auch nichts verrechnet in irgendeiner Form. Nutzen Sie unser Vorgespräch. Kostenfrei ist auch wieder nicht ganz. Oh, doch, natürlich können Sie es kostenfrei machen. Wenn Sie eine Flatrate haben, dann ist zumindest das, na gut, ganz kostenfrei ist es nicht, weil Sie zahlen ja für Ihren Telefontarif. Aber wenn Sie es per WhatsApp machen, dann können Sie mit Schmidtchen kommunizieren im Vorgespräch per Videochat, überhaupt kein Thema. Dann können Sie knallhart Ihre Fragen stellen. Sie kriegen keine separate Rechnung, ist eh schon bezahlt über Ihre Flatrate. Ich werde dafür Sorge tragen, dass vielleicht der ein oder andere Zahn gezogen wird. Aber wenn die Art und Weise, so wie ich mit meinen Mandanten umgehe, wenn Sie vielleicht sogar in einem der Clips vorher auch schon Teile unserer Beratungsarbeit mal live erlebt haben, ja, dann würde es mich freuen, wenn wir ins Geschäft kommen miteinander. Ein Geschäft ist immer dann ein gutes Geschäft, wenn beide Seiten einen Nutzen davon haben. Der Nutzen ist für mich aktuell nicht so sehr das Geld, das ist sowieso gewährleistet, habe ich ja schon erläutert. Ich möchte vielmehr eine angenehme Arbeitsatmosphäre haben. Ich muss mir also in den nächsten 30 Jahren nicht die gleichen Dinge antun, die ich teilweise in den letzten 30 Jahren erlebt habe. Ich will bestimmte Leute auch gar nicht in meinem Bestand haben. Die Trickser können da draußen sich austoben. Es findet sich für jeden Trickster der passende Depp. Aber es ist keine Frage der Trickserei, sondern einfach eine Frage des Umgangs miteinander. Hart, aber herzlich, fair und transparent. Und solange die Chemie zwischen uns stimmt, sind wir im Einvernehmen miteinander. Und falls es eines Tages mal nicht mehr klappen sollte, weil entweder ich mich nicht mehr bewegen möchte oder Sie sich nicht mehr bewegen möchten oder irgendwo Dinge passiert sind, ja mein Gott, dann reicht man sich die Hand, wünscht sich im weiteren Leben alles Gute. Und sucht sich einen anderen Partner, der die Servicearbeit zu den bestehenden Verträgen übernimmt. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns mal im Kennenlerngespräch treffen und falls wir in eine Mandantenbeziehung treten zueinander, dann auf eine gute Zusammenarbeit. In dem Sinne, tschüss.